Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Und somit herzlich willkommen zu The Binding of Isaac Rebirth. Jo! Wie im letzten oder im Interview schon angekündigt, jetzt halt The Binding of Isaac Rebirth. Das Gute an dem Spiel ist einfach im Gegensatz zum Vorgänger. Es hat mehrere Save-Files, das heißt, ich kann privat was zocken, ohne dass ich euch Achievements enthalte, die ich freigeschaltet hätte. Jo, und da das ja so jetzt schon angeboten wird, nehmen wir einfach Save-File 2 und gehen da gleich in den New Run. Wir haben so ein paar neue Charaktere, zum Beispiel Eden ist neu, Lazarus ist neu, Azazel ist neu, Samson, Eve, Judas, Cain und Magdalene, die kennt man ja noch. Was auch neu ist, es gibt einen Normal- und einen Hard-Mode, wir machen aber erst mit dem Normal-Mode, um reinzukommen und spielen natürlich mit Isaac. Who am I? Wer bin ich? Jo, wir sind klein Isaac und ja, können immer noch Tränen verschießen und ich nehme das alles jetzt auch mit Fraps auf, statt mit Camtasia, einfach weil ich im Vollscreen-Modus das machen kann und weil es Fraps auch mal annimmt, das ist das Gute daran. Und was ist noch gut? Genau, bei Camtasia hätte ich nämlich Slowdowns drin gehabt, warum auch immer ich welche habe. Und jo, hier in den Raum gegangen und gleich mal die Arschkarte gezogen. Und zwar ist hier nichts drin. Na gut, es kann ja noch was spawnen. Was neu ist, wenn hier drin Gegner sind, kann ich nicht einfach wieder rausrennen, da ja, ich den Raum noch nicht geschafft habe. Aber dafür zählt dieser Raum auch, wenn man ihn schafft. Also, falls man dann Spacebar-Items hat, kann man den als Ladung benutzen. So. Haben halt ein Herz Schaden, haben aber eine Bombe rausbekommen. Das kann man so eigentlich als positiv betrachten. So, ein paar neue Gegner gibt's. Die Spinnenarten wurden so ein bisschen erweitert, die hier verfügbar sind. Die sind eigentlich relativ harmlos hier. Die sind wie die kleinen Spinnen, bloß dass sie halt neben dem ganzen Laufen auch springen können. Und jetzt sind die ein bisschen größer. Items gibt's viele neue und ein paar alte. Das hier kennt man noch. Radar Bobby, der kleine Freund, der uns hilft, die Gegner zu dezimieren. So. Sagen wir, gehen jetzt einfach mal hier weiter nach oben. Und gleich im nächsten Raum haben wir so eine kleine Neuerung in dem Spiel, oder eine kleine Neuerung.
In dem Fall vielleicht sogar eine große, aber dazu kommen wir, wenn wir den nächsten Raum betreten haben und diese neuen Gegner hier, diese kleinen Häufchen hier, weggeschossen haben. Und kriegen Herz. Das ist gut, da wir im Opferraum hier halt ein Herz verloren haben. Kriegen sogar Geld raus. So. Und hier die große Neuerung. Große Räume. Es sind große Räume. So. Aber der Raum ist relativ unspektakulär und ich will keine zwei Bomben benutzen, um da ranzukommen. Von daher lassen wir das und gehen einfach zum Boss. Oh, das ist ein langer. Okay, ich dachte, wir kriegen den kleineren, aber nein. Oder zwei kleine. Warte mal. Aua, verdammt. Warte, was kriegen wir hin? Nein, nein, nein! Ah! Oh, fuck! Ja, noch was. Ihr seht ja diese... Gott. Diese Krüge und Totenschädel haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. In denen, wenn man die... Und Pilze. Pilze natürlich auch. Wenn man die aufsprengt, können Items rauskommen. Oh, aber oh, was? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der sich plötzlich da aufteilt. Das war nicht die feine englische Art. Ich spiele gerade wieder erste Mensch. Na gut, ich spiele mit dem Controller. Ich bin so eigentlich überhaupt kein Controller-Mensch, aber naja, man muss sich ja damit arrangieren, weil dieses Spiel bietet überhaupt keine Tastatur- oder Mausunterstützung. Das heißt, falls ihr das früher mit Tastatur und Maus gespielt habt, wie auch immer man das damals mit der Maus spielen konnte, das war ja ein halber Krampf. Aber wie gesagt, wenn ihr das damals gemacht habt, ihr könnt es jetzt nicht mehr machen. So, wir machen hier noch alle Häufchen sauber weg und nehmen hier den Mom's Coin Purse, die Geldtasche. Und haben hier Pillen, mal sehen, das ist eine Tearstone. Ne. Und Balls of Steel. Yay! Ja, haben wir schon mal einfach den ersten Charakter freigespielt, Lazarus. Dem schaltet man frei, indem man mindestens 4 blaue Herzen hat. Jo, haben wir ja mit 2 Balls of Steel Dingern geschafft. Das war doch. Ist es eine andere? Ich dachte, es wäre auch die Tearstone. Nein, Pretty Fly. Okay. Hat sich ja gelohnt. Ich dachte, es wäre zweimal dieselbe Pille gewesen, aber okay. So, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal hier rein und gucken, was wir kriegen. Nice! So, Neuerung Nummer 2, die mir jetzt so in diesem Run nach und nach auffällt. Devil-Räume. Es gibt mehrere Arten. Es gibt welche, wo Herzen angeboten werden. Bestimmte Herzen, darauf komme ich dann später noch. Die werden wir bestimmt in dem Run noch finden. Dann gibt es diese Devil-Räume mit Truhen und es gibt noch die ganz klassischen, wo man halt Herzen opfert und dann halt Sachen bekommt. So, mal sehen. Niete. Ah, ein neues Item. So, wir machen aber erstmal hier die Spinnen weg. Nehmen nebenbei das Item auf. So. Und blaue Herzen. Super. Hat sich gelohnt. Hätte schlimmer kommen können. So, dieser Goat Head, dieser Ziegenkopf, bewirkt, dass wir nach in jeder Etage einen garantierten Devil-Raum bekommen, sofern ich das so mitbekommen habe. So, wir gehen jetzt hier wieder zurück und streifen hier einfach mal durch die Gegend. Autsch. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wie ein Idiot spiele. Da drüben ist ein blauer Stein. Blaue Steine kann man jetzt schwieriger erkennen, weil sie halt nicht mehr so extrem blau sind, sondern nur so ein Kreuz drauf haben. Das heißt, sie sind ein bisschen besser getarnt als sonst. Wir haben aber nur 2 Bomben. Ich weiß nicht, ob es mir das wert ist. Deshalb machen wir erstmal noch den Rest der Etage. Ich soll nicht so viele Räume drin. Gucken, ob wir noch Bomben finden. Vielleicht überlege ich es mir dann, dass wir das aufspringen. Hier eine neue Gegnerart. Das war Fetti, nennt er sich. Und Super Fetti ist auch ein Boss. Also, wir werden so einige Sachen noch sehen. So, das Häufchen werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Mal gucken, ob wir es kaputt schießen können. Ja, kaputt geschossen bekommen wir es, aber wahrscheinlich nicht den Inhalt. So. Ah, es wird ein bisschen rausgepresst. Also ein bisschen Geld kommen wir dran. So. So, ein bisschen haben wir bekommen. Gar nicht so schlecht. Hier ist gleich der Itemraum. Und gleich das nächste Baby. Wow, wir haben eine kleine Followerschaft, ne? Robo Baby und Bruder Bobby. So. Gehen wir gleich mit unserer kleinen Armee gleich in den nächsten Raum. Hier ist nichts außer Geld, an das wir nicht rankommen. Und ein paar kleine Gegner. Alles bekannte Gegner, auch ein bekannter Raum. Also es gibt viele neue Räume, es werden aber auch so ein paar alte Räume, ich sag mal, remaked oder übernommen.
aber könnt ihr überall. Es ist nämlich auch so, zumindest habe ich das Gefühl, wo ich privat gespielt habe, dass man aus den Häufchen viel öfter mal was rausbekommt. Früher hat man ja so gut wie nichts rausbekommen und diesmal ist es ein bisschen mehr. Und wir werden den blauen Stein da oben nicht öffnen, weil wir hier gerade noch den zweiten blauen Stein haben, den wir garantiert bekommen mit nur einer Bombe. Von daher, zack. So, achso, nächste Neuerung. Man kann die Karte vergrößern. Das finde ich eine recht coole Erneuerung. Man kann die auch einfach nur so die ganze Zeit so ein Stück vergrößern, aber ich sag mal so, wenn ich wissen will, wo ich bin, dann drücke ich einfach drauf. So, und ich guck mal. Geheimräume zu finden ist ein bisschen schwieriger. Ich guck einfach mal, ob ich hier Glück habe. Jo. Und yay, goldenes Häufchen. Zack. Geld, 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 Geld. Und, nächstes, was hier anders ist als wie im Vorgänger. Aufgesprengte Türen bleiben offen und verschwinden nicht wieder sofort. So, Monstro 2, ein Gegner, den man auch noch aus dem alten, Monstro 2, Monstro 1, Monstro 2, wir können vom Glück reden, dass es nicht Monstro 2 ist. Monstro 1 ist halt ein bekannter Gegner, Monstro 2 gibt es in dem Spiel auch, ist ein wahres HP-Monster, das Vieh hat mehr Leben als irgendwie alle Bosse zusammen. Es dauert immer ewig, Monstro 2 zu töten. Ich muss aber sagen, Monstro 1 geht. Hat zwar auch ein bisschen Leben, aber ist halt Standard, ne? So. Haben wir es auch schon geschafft. Ich habe noch das halbe Herz. Monstrus Zahlen freigespielt. War mehr in der Etage im Devil-Raum? Ich glaube ja, hä? So, das Item kennt man auch. Hier gucken wir einfach sicherheitshalber noch rein. Gut, das war der Raum mit dem Ziegenkopf. Und ja, HP ab und wir gehen einfach runter ins nächste Stockwerk. Bis jetzt haben wir noch nicht allzu viele neue Items gesehen. Besser zu sagen, noch außer den Ziegenkopf noch gar keins. So, Challenge-Raum. Mal sehen, was haben wir hier. Eine goldene Kiste interessiert mich jetzt nicht so sehr. Hier ist ein halbes Herz. Nö, nicht so wirklich. Gucken, was haben wir denn hier? Ach, Wärmchen. Genau. Es gibt auch viele neue Gegner, die können so kreisförmig drehen, verschießen. Das ist recht unangenehm, manchmal sage ich, aber ja, man kann damit leben, man muss halt nur aufpassen. So, Reichweite ist noch nicht optimal, aber wir schaffen es immerhin, die Gegner zu töten. Das ist immerhin was Positives, wenn man das so positiver als sehen will. So, hier das Geld nehmen wir mit und gucken hier rein. Hier. Pin! Mal sehen. Luck up. Ist nie verkehrt. Vielleicht zweimal. So. Und gehen hier weiter. Hier ein paar neuer Gegner. Wie die Gegner jetzt alle heißen, das kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch bloß sagen, dass ich gerade da in den Itemraum nicht reinkomme. Und darüber nicht gerade sehr glücklich bin. Das sind auch neue Gegner. Bandspinnen, sage ich einfach mal dazu, die uns freundlicherweise einen Schlüssel geben. Indem wir natürlich jetzt hier den Itemraum betreten. Und Sissy Longlegs. Man kennt es ja aus dem ersten Teil. Man kann ein paar Fliegen spawnen mit bestimmten Items. Hier gibt es das auch. Und zusätzlich macht die Kleine auch noch was ganz Besonderes. Und zwar, wenn wir irgendwo Gegner im Raum hätten, würde sie Spinnenhelfer bei uns spawnen. Die halt für uns, wie die Fliegen, halt die Gegner angreifen. Gucken, ob es macht. Ich weiß nicht noch. Ah, da. Ah, zum Beispiel jetzt hier diese blaue Spinne. Die würde jetzt halt auf die Gegner losgehen. So, hier nehmen wir noch das Geld mit. So. Ich sag mal so, das Matchup ist nicht schlecht, was wir im Moment haben. Kann man so sehen. Man kann sich so sehen lassen. Es könnte besser sein, es könnte auch viel, viel schlechter sein. Von daher will ich mich nicht beschweren. Zwei Begleiter ist besser als gar nichts. Und da an den Schlüssel wäre ich gerne gekommen, aber ist gerade nicht. Bei den Gegnern, ich schaff's immer wieder, mich von den Viechern treffen zu lassen. Das ist ein schönes Trinket, das macht, dass unsere Tränen ein bisschen breiter werden. Von diesen Flatworm ist das hier, was ich habe, gibt es noch viele andere. Die
ganz lustige Effekt vor dazu, mehr, wenn wir sie finden. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal einen größeren Bereich, den wir mit unserer Träne abdecken, einfach weil sie ein Stück breiter ist. Und das wird natürlich besser, je größer die Tränen werden, ne? Umso breiter werden sie dann einfach. So, aber erstmal haben wir hier noch den guten, wie nennt es sich, Chat. So, Chat heißt er. Und, naja, den kennt man ja noch. So, ich versuche natürlich so mit allen Tränen möglichst zu treffen. Mit Brother Bobby und Robo Baby. Aber der hält natürlich ein bisschen was aus. Wir haben natürlich keinen Schaden. Und ich glaube, wir haben ja vor uns, der Tierstown war auch nicht so optimal. Jetzt bleib mir bitte vom Leib und drück mir nicht so nah auf die Pelle. So, und stirb doch! So, wir haben volles Leben, das heißt, die Herzen brauchen wir nicht aufzusammeln. So. Und wo ist er dort links? Da links ist er. Das hier macht Speed und Range up. Und da, da sind die neuen Herzen, von denen ich vor uns geredet habe. Das sind wie blaue Herzen, bloß mit einem netten Nebeneffekt noch. So, und jetzt überlege ich, was wollen wir freischalten? Für Maggie bräuchte man noch 3 Herzcontainer. Ich würde sagen, okay, dann lassen wir das, den E-Charakter, den man, für den man 3 Satan-Deals braucht, den lassen wir erstmal und versuchen erstmal irgendwie noch Maggie freizuschalten. Yo. Fuck. Ich hab gehofft, das hilft noch hier drinnen. So, was man gerade gesehen hat, oder um es zu erklären, was man da gesehen hat. Das heißt, wenn so ein schwarzes Herz verschwindet, wenn man Schaden, genug Schaden genommen hat, dann tut es einen Effekt aktivieren. Und zwar ist es der Effekt von... was war's? Necronomicon? Es macht halt Schaden. Und, yo. Dadurch macht man halt an den Gegnern im Raum Schaden. Aber man möchte natürlich das möglichst nur bei Bossen verwenden. Oder am besten gar nicht. Das hier sind nicht meine Lieblingsgegner. Es sind nämlich bewegliche Türme. In der Regel lasse ich mich von den Türmen gerne öfters treffen. Moment. Jetzt! Aha! Yes! Wow! Das war riskant, da reinzulaufen, aber es ist noch mal gut gegangen. Hab die Träne vorher ausgemacht. So. Die Gegner kennt man auch, die sahen im ersten Teil ein bisschen fuck lobiger aus. So viel dazu. Ja, unsere schwarzen Herzen haben wir natürlich super genutzt. Oh Gott. Naja. Ich möchte jetzt nicht alles auf die Controller-Einstellung schieben. Ich meine, ich habe auch einige Runs schon mit dem... Oh, fuck, ey. Mit dem Controller geschafft. Ist ja nicht so, dass ich das erste Mal hier Isaac spiele. Und ich komme aber immer noch nicht mit Spindler. Das sind die Gegner. Die machen mich immer wieder fertig. Und wir haben einfach nicht genug Schaden, dass ich sagen könnte, yo, die sind tot, bevor ich überhaupt ankomme. So. Wir haben genug Bomben, da können wir uns die Karte da oben holen. Die Hermit. Und einfach, weil wir keinen Schlüssel haben und einfach aber in den Shop wollen, benutzen wir sie einfach mal. Natürlich, natürlich ist es Creed. Da will man einmal in den Shop sich was kaufen, was ist? Weil der Shop hat nämlich auch so ein paar Optionen parat. Oh, die kann ich euch jetzt leider gerade nicht zeigen, weil Creed meinte, yo, ich... Wow! Wow, den habe ich eigentlich mich schon berühren sehen. Kuscheln mit Creed. Heute die extra lange Episode. Yo! Wie gesagt. Creed. Oh, fuck, da war ein Treffer. Creed ist halt Creed, ne? Wenn wir getroffen werden, zahlen wir damit einen Preis. Das ist nicht nur unser Leben, sondern auch Geld. Und möglichst wollen wir halt nicht getroffen werden. Wie man es halt kennt, ne? Ist halt Greed. So, das sind ein paar neue Gegner. Die sind halt nicht so nett, hinterlassen solche ekelhaften Blutspuren.
Das schadet uns natürlich. Deshalb wir natürlich versuchen, diese Klaren nicht zu betreten. So. Schauen wir uns schnell aus. An den Schlüssel kommen wir auch nicht. Natürlich. Auf. Fuck. My life. Lass mich da durch. Hey, ein Schlüssel. Das heißt, der Itemraum ist gesichert für dieses Stockwerk. Den Bossraum haben wir schon mal. Jetzt geht es nur noch darum, den Itemraum zu finden, bevor wir zum Boss gehen. Oh. No. Hör auf zu schießen. Gott, da habe ich die Träne zu spät auf mich zu fliegen gehen. Ah, ist noch ein Schlüssel. Super. So, wie gesagt, wir wollen noch nicht zum Boss. Wir wollen erstmal den Itemraum finden. Und dafür müssen wir uns erstmal noch hier durchkämpfen. Ah, die Zombie-Brigade hier. Kennt man noch allzu gut. Gegner, die man so gut wie nie tot kriegt, wenn man zu wenig Tiers hat. So. Hier ist ein Herz. Pille, hat man Lack ab. Ja, natürlich auch. So, und das Lack besorgt uns gleich hier den Itemraum. Okay, was ist das? Speed up. Und yes! Jetzt machen wir mit dem Robo-Baby mal ein bisschen Laser-Action. So. Das Tech 2 war es, glaube ich, ne? So, dann gehen wir noch hier in den großen Raum. Einfach mal um zu gucken. Ich war gerade leicht irritiert. Es gibt nämlich auch Hände, die lachen. Hände, die lachen, ja. Es gibt Gegner, die lachen, sobald man den Raum betritt. Und dann sollte man möglichst in Bewegung bleiben. Weil, das sind dann fiese Gegner, die ich aber dann nochmal genauer erkläre. Wenn wir sie dann sehen. Erstmal sind sie noch nicht relevant, weil wir sie noch nicht gesehen haben. Was aber relevant ist, sind die Gegner, die wir hier fertig machen müssen. Deshalb brauchen wir hier ein regelrechtes Dauerfeuer drauf. So, wir haben 3 Bomben. Wir sprengen einfach mal hier so alles weg. Und gucken, ob wir irgendwas rausbekommen. Natürlich nicht. Wie gesagt, hier können halt Pilze drunter sein oder halt Pillen, Karten, alles möglich. Und das Gute an diesem Tech 2 ist auch, wir haben nicht nur Laser, sondern auch ab und zu noch normale Tränen. Also das eine Auge ist frei und das tränt halt ab und zu. Auf. Ich mag diese Gegner überhaupt nicht. Vor allem in kleinen Räumen, ja, ist doch gut hier. Gott. Ich komme echt nicht drauf, da wenn von beiden Seiten auf mich geschossen wird. Ich wollte gerade sagen, könntest du endlich mal getroffen werden? So. Das war's, glaube ich, hier soweit. Da ist ein Boss-Challenge-Raum. Da gucken wir einfach mal so. Just for the. Achso. Just for fun können wir da nicht reingucken. Ich hab vergaß. Es ist immer noch die Regel: Boss-Challenge nur mit einem Herz. Der Geheimraum könnte. Oh Gott, die langen Räume. Oh. Oh ne, das mache ich von der anderen Seite. Ja. Bei langen Räumen bin ich mir nie sicher, wo ich da die Bombe platzieren muss. Oh fuck, geht das? Ich hoffe einfach mal. Ah, glaube nicht. Und? Ne, ist nix. Okay. Ah, Bombe umsonst. Gut, dann probieren wir es nochmal hier. Was zum. Drüben kann er nicht sein. Oh, gut, dann habe ich keine Ahnung. Wie gesagt, Eimräume zu finden ist hier in dem Teil ein bisschen schwieriger als sonst. Aber ab und zu geht es schon. Man kann sie finden. Gurney Junior kennt man auch. Ist einer der tankigeren Bosse. Die Spinne kann ich ihn auch gerne angreifen. Die muss nicht einfach nur als Begleiter da zusehen. Oh, ich muss sagen, mit dem Tech 2 geht das.
Au, fuck. Ich dachte, da unten wäre ein Safe-Spot, aber der schießt ein bisschen variiert. Ist aber auch gut, wenn er so ein bisschen Variation drin hat. Da kann man keine sicheren Punkte finden bei Gegnern. Ist ja auch langweilig. So. Da laden wir uns wieder auf. Little Chap has appeared in the basement. Das ist natürlich nice. Was haben wir hier? Eine Pille. Speed in Psystorm. Und wow. Das Item sehe ich zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung, was es macht. Trinity Shield, you field guarded. Ach! Kann ich jetzt Projektile so nice! Also, ich denke mal, dass es hier mich so schützen kann. Natürlich nicht schlecht. Es wird aber bestimmt interessant, das auch so richtig einzusetzen. Jo, das sind auch neue Flammen, die kann man nur mit Bomben ausmachen. Und dann gibt es noch diese Variation in Lila, die schießen dann auf mich, aber das sind nur blaue und die sind noch recht friedlich. So, dann gehen wir runter. Das Shield ist schön. Das habe ich noch nicht mal im privaten Safe-File. Von daher, schade. Aber okay. So, da wir hier Laser haben, schießen wir einfach durch die Rüstung der Knights. Durch, wir es ein bisschen einfacher haben, als wenn wir hier diesmal ringsrum rennen müssten. So, hier füllen wir die Bomben nach, die wir im letzten Stockwerk verbraucht haben. Das ist mir der Challenge-Raum gerade nicht wert. So. Was haben wir hier? What the fuck? Oh, ernsthaft? Das hat 2 Hits gezählt. Wow. So, Laser blocken wir auf jeden Fall schon mal nicht. Aber ja, ich sehe den Viecher nie immer auf den ersten Blick an, was denn die schießen. Ob sie jetzt nur Tränen schießen oder Strahl. Oder halt so geradlinige Tränen. Halt diese Dreier-Tränen in Kombination. Sehe ich den Spinnen immer nicht sofort an, aber naja. Wir haben es überlebt, sag ich mal. Ist jetzt nicht so tragisch. So, jetzt öffnen wir nochmal ein Herz und gucken hier rein. Eine Pille. Das ist eine. Keine Ahnung. Full Health. Was hier ist. 48 Stunden. So, jetzt könnten wir ein Dings aufladen. Und wir komplettieren noch unsere. Unsere Babysammlung. Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Die Follower. Nice. So, 2 schwarze Herzen. Und dann gehen wir hier raus. Und da rein. Space bei Item wäre auf der Etafel nicht so verkehrt. Dieses Ding zieht uns an, wie man schon merkt. Ich bewege mich, habe ich gerade nicht bewegt. So, und wir kriegen noch Holy Butter. Oh mein Gott. So viel fliegt mir hinterher. So, und da drüben, diese Kiste hier drüben, die kann man nur aufmachen, indem man sie aufbombt. Gucken, ob die Bombe... Oh! Fuck, war nicht nah genug. Mal gucken. Und ein Schlüssel. So, ein paar Herzen, falls wir mal welche brauchen. So. Auf jeden Fall Schlüssel rausbekommen. Ein guter Tausch. Will ich jetzt nicht schlecht reden. So, das machen wir noch kaputt. Wir haben halt nichts an Schaden. Wir haben bloß Haufen Begleiter, die halt mit drauf schießen. So, wir haben Geld ohne Ende. Ich möchte echt eigentlich nochmal eine Shop. Irgendeine Shop brauche ich. Dem Geld. Oder wir finden noch ein bisschen. Wenn wir noch ein bisschen Geld finden. Dann können wir hier schön noch einen Charakter freischalten. Mit Maggie wird es ja leider nichts mehr. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch in der hier irgendwo Haufen Health-Ups finden. Obwohl, ich habe das eh mal in einem privaten Run auch 3 Health-Ups in nur 2 Räumen gefunden. War ich auch begeistert drüber. So, das war aber auch nur mit Würfeln der Items. So, die machen wir noch alle fertig. Und sind in der Sackgasse, okay. Die Gegner ein bisschen weg. Ja, komm, stirb. Ja, na, aber. Na bitte. So, das Herz kann man gerade nicht nutzen. Das Schild habe ich irgendwie bis jetzt noch keinen großen Nutzen rausgesehen, aber kann hier noch kommen. So. Wir haben gerade wirklich alles abgesucht. Wow. Oh, fuck, my life. So.
Uncooler Raum. Die Flugbahn von den... Wow! Oh Gott! Das Schild ist so gut. So gut, das Schild. Und, schalten wir jetzt schon frei? Oder wie viel waren es? 55? Oh, fuck. Wenn ich wegen 3... Wow, das habe ich gerade noch gesehen, dass das ein Laser-Ding ist. So, weg mit dem... Oh, fuck. Okay, das war das schwarze Herz. Magician! Darf uns, glaube ich, mit dem Ding nicht allzu viel helfen, aber ich nehme es jetzt mal mit. Schlüsselbettler, ich glaube nicht. So, da ist noch. In den Shop gehe ich erstmal rein. Ich benutze ihn aber noch nicht. Einfach, weil ich noch hoffe, dass wir irgendwo noch mindestens. Leck mich. Ernsthaft? Oh mein Gott. Ah, fuck, da. Oh, da muss ich aufpumpen. Ist ja doch nicht ganz normal. Gott, nicht nett. Ich brauche eine fucking Münze. Und das schwarze Herz möchte ich ungern hier in dem Raum verbraten. Ah, komm schon. Ah, komm schon. Habe ich irgendwo eine Münze übersehen? Da ist der Shop. Da oben ist Gedöns. Schlüssel, Herz, Batterie. Nirgendwo. Gut. Komm schon. Der Emperor. Was haben wir hier? Nicht. Auf! Fuck my life. So, hier runter. Und jetzt durch. So. Den machen wir noch nicht. Hier oben könnte kein Geheimraum. Fuck my life. Kein Geheimraum sein. Wir könnten hier oben links oder rechts sein. Nee, rechts nicht. Links nicht, aber dafür rechts. Gucken. Bitte Geld, bitte Geld, bitte Geld. Jein, jein. Speeddown. Oh, komm schon. Eine fucking Münze. Oh nein. Oh, ist das mies. Oh, ist das... Ist das schlecht gerade von mir. Oh mein Gott. Geht das? Nee, hä? Bei den leeren Spendenautomaten geht das nicht. Ja, aber hier kann man, könnte man halt Geld spenden. Gut, das Zeug hier drin interessiert mich jetzt eh nicht so großartig. So, gib mal hier. Gib mir irgendwas. Komm schon, gib mir Geld dafür. Alter, ernst? Stirb. So, ich meine, eine Bombe wieder drinne. Meine Schlüssel sind dafür weg. Ja, schade, ne? Renn. Okay. Gehen wir halt rein. Monstro... Oh. Hatte ich nicht vor uns erwähnt. Monstro 2 ist ein Tank. Ein fucking Lebenstank. Und der aus... Wow. 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 Moment. Noch den hier. Ah, oh, das funktioniert damit. Oh, das funktioniert. Diese Kombination so gut. Ich dachte, das wäre mit irgendeinem, mit dem Tech 1 ging es nämlich in der Folge nicht. Das ist nämlich so schön. Die Kombination der Items ist so geil. Wow. Wie gesagt, der macht nämlich so eine. Der Magicen Homing Shots reagiert auf genau. Das hier. Mit dem Tech 2 reagiert das. Wie man, glaube ich, auch gut und schwer erkennen kann. Und das Schild, wenn man es effektiv nutzen würde und nicht so wie ich vor uns einfach immer vergessen, kann man das sogar relativ einfach schaffen. Man blockt einfach hier jetzt mal die Schüsse. Dann ist das auch kein Problem, wenn man nicht gerade den Laser denkt. Denkt ja.
Weil man denkt, dass er nach unten springt oder schießt. Jetzt stirbt unsere Herzen so ein bisschen wieder. Wir haben einmal Hundefutter. Hatten wir nicht vor uns noch 4 Herzen? Hatte ich irgendwie eine Health-Down-Pille erwischt, von der ich nichts weiß? Oh. Waren wir hier schon drin? Hä? Was war denn da drin? Okay. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass wir den Devil-Raum schon hatten, aber okay. Okay, dann gehen wir runter. Ist das jetzt schon die Etage mit Mami? Moment, wo war die Übersicht? Irgendwo konnte man doch sehen, in welcher Etage man gerade ist. Ja, okay. Ich dachte, das könnte man irgendwo sehen. Da sieht man die Zeit. Okay, na gut. Aber ich denke mal, das ist die letzte Etage. Oh, den kennt man auch. Den guten alten Vladimir. Aus irgendeinem Grund dachte ich gerade, er könne nur... Wow, wow. Wie konnte uns das treffen, bitte, Farbe? Ich habe ein Schild. Und ich habe die Emperor-Karte in der oberen Etage vergessen. Naja. Er gibt uns nichts, nur einen Schlüssel. Okay, ist auch nicht so verkehrt. So, will ich da rein? Ja, will ich. Mal gucken. Boards of Steel. Full Health, wir heben uns erstmal auf. Und ja, spinnen. Oh mein Gott. Oh, das meint ihr doch nicht ernsthaft. Den im Doppelformat, ich mach doch keinen Schaden. Na gut, die Stacheln machen das nicht. Okay. Aber so ist das angenehm. Der eine beginnt Suizid und ich kann mich um den anderen kümmern. Ich sehe nichts. Aber ich scheine zu treffen. Wow. Das war eine kleine Lücke, durch die ich da gerade kam. Ja, wir schaffen das. Langsam, aber sicher. So, da haben wir das. Da haben wir die Snee. Ja, hier haben wir noch die Münze auf. Komm schon, das ist aber kein... Yes! So, jetzt brauchen wir nur noch einen Shop, bei dem ich das ganze Zeug spenden kann. Ich gehe mal nach oben. Die Witches... Herz für uns. Und die kennt man auch noch. Ich weiß bis gerade nicht, wie sie heißen. Ah, verdammt. Warum war der Wurm da unten? Das Ding ist doch weiter oben explodiert. Ja, solche Schüsselfehler passieren hier halt immer noch. Hat sich seit der Binding of Isaac Wrath of the Lamb nichts geändert. So. Das ist eine Tearstone. Nein, die will ich nicht. Oh, ich sehe die Map. Keine Ahnung warum, aber ich sehe sie. Warum muss es hier schneller sein? Ich hasse Analog-Stick-Controller. Ich schieße dann immer gerne mal in die falsche Richtung. Ich bin ein Verfechter des Steuerkreuzes, aber irgendwie funktioniert das mit dem Gamepad nicht so gut. Aber naja. So. Da würde ich sagen, nehmen erstmal so viel wie geht. Wie gesagt, hier kann man nämlich noch Sachen freischalten bei dem Shop. So, ich schließe Blue Map. Mal gucken. Wie weit es geht. Wir machen erstmal so viel, wie es geht. So, Store Upgrade, Level 1. Okay, und da verstopft das. Das Ding ist in jedem Shop gleich.
Das heißt, es zeigt immer die gleiche Zahl an und wenn das hier verstopft ist, ist es in den nächsten Etagen auch verstopft. Das ist also eine übergreifende Spendenmaschine, die auch in Arcade-Räumen auftreten kann. So, würde ich sagen, wir nehmen einfach mal auch das. Das hier nehmen wir auch noch gleich. Hier so ein bisschen da was haben. Fuck, ich vertausche gerne die Knöpfe. So, einfach weil wir es können, zack, die Bombe nehmen wir um. So, war hier nicht noch der Arcade-Raum? Jo. Ich glaube, ich will ein Trinket, ein anderes. Meet Strangers without Bridge. Oh, hier der andere Wurm. Jetzt haben wir eine etwas. Ja, wir haben eine etwas höhere Range. Das sieht man jetzt sehr gut. Obwohl, dann den Tränen, die ab und zu mal fliegen. Da. Dadurch werden die Tränen so etwas länglich gezogen und fliegen etwas weiter. Ist so ein bisschen indirektes Ranger. Haben wir es in der Tower. Ist auf jeden Fall besser als Tier Down. Blaue Herzen nehme ich immer gerne. You are dark inside. Have you seen an exit? Get a baby pet, I will chew you up. Princess in another castle. Ja, natürlich. Ich glaub dir das sofort. So, okay, was ist das? Two of Hearts. Okay. Was habe ich gerade aufgesammelt? Irgendeinen roten Punkt. Okay. Glaube ich gar nicht so schlecht. Oh, ich glaube auch die Two of Hearts Karte will ich behalten. Bomben, das heißt, wir können das hier auch noch sprengen. Boom. Kriegen wir ein bisschen Geld raus. Bombe. Tower. Nehmen wir einfach mal mit, weil damit es beim irgendeinem Raum einfach schneller geht. Zum Beispiel hier. Hat sich ja gelohnt. Autsch, das hat echt noch getroffen. Wow. Okay, ich hole mir noch schnell die Tour of Hearts Karte. So, ich glaube, ich werde den roten Punkt hier mitnehmen. Na, komm, durch die Tür. Hm. Hier, kleiner Raum. Nee, okay. Mit. Oh Gott. Kleine Erklärung zu diesen komischen Scheiben, die hier rumfliegen. Diese kann man nicht zerstören. Die verschwinden von alleine, wenn man den Gegner besiegt. Oder die Gegner, je nachdem wie viele im Raum sind. Hier ist es nur einer. Wow. Und dann verschwinden die halt einfach. So, das Herz kann man nicht aufsammeln, aber das geht. So, mal gucken hier. Witches. Ich brauche echt irgendwie ein bisschen Schaden. Ich werde das beim Mummy extrem lange dauern, aber wir müssen ja nur bis warm spielen. Warm's Hard ist ja noch nicht auf der Tagesordnung. So, ein paar Geister. Gott. Nochmal Schaden. So. Was haben wir denn hier? Spider Baby. Okay, ich glaube. Bist du das blaue Spinnenbaby, was einfach so die ganze Zeit rumkriecht und angreift? Oder bist du eins des Spinnendinger, was hier die She Loves You gespawnt hat? Ah, nein, nein, nein! Ah, Analogsteuerung. Ich komme nicht drauf klar. Hatte ich nicht vorhin gesagt, bei lachenden Robben? Fuck my life. Oh Gott, ist das ärgerlich. Oh Gott, so weit. Springen wir einfach mal da die Köpfe. Mal gucken, ob wir das rauskriegen. Schade. Gott, ist das nervig. Wie gesagt. Hier am besten in Bewegung bleiben und nicht reinrennen. So, ich glaube, es waren alle.
Es können auch mehrere Hände sein. Ich glaube, bis maximal 5 oder 6 irgendwie so in der Drehe. Und ja, das ist immer ärgerlich, wenn sie dann einen rauszieht und du irgendwo auf der Map landest. So, gut. Jetzt muss ich sowieso zurück. Ich habe mir schon gedacht, dass das da drüben ist, aber ich dachte mir so, yo, scheiß drauf. Machen wir erstmal hier die eine Seite komplett. Jetzt bewahrheitet sich das doch, dass das da drüben ist, wo ich den Raum ausgelassen habe. Hier. Das war nämlich da, wo ich vor uns dachte, na, da könnte ein Geheimraum sein. Und da dachte ich mir so, ah, da ist ja noch so ein, noch ein Räumchen. So, hier versuchen wir so ziemlich viel zu treffen. So. So. So, das ist geklärt. Und da ist auch gleich der Bossraum. Na bitte. Na komm, na komm. Ach komm schon. So, ich denke mal, unseren ersten Run steht nicht allzu viel Wege. Seitenmami packt jetzt noch die ganz harten Sachen aus. Au. Oder ich penne einfach die ganze Zeit. Die Option besteht natürlich auch. Wow, das war hier. Ein bisschen. So, wir haben zum Glück noch die Chance, die Two of Hearts Karte auszupacken. Na, wo kommt der Fuß? Na? Da. Ist kein Fuß, aber ist ein Auge. Oh, fuck! Ich hab mich sehr getroffen. Das waren die Fliegen, hä? Nö, ich glaube, sie will nicht verstampfen. Hat keine Lust mehr. Ah, doch. Hat sie doch. Sie hat nicht nur gelingt. Hä, was trifft denn mich dauernd? Ich versteh's nicht. Ah! Voll überall! Oh fuck! Nein! Ich habe wieder die Knöpfe vertauscht. Ich wollte das Item aktivieren und aktiviere meine Tour of Hearts Karte. Naja, zumindest habe ich eine Boards of Steel Pille rausgezogen. Ja, geht das. Dieser Schaden! Komm schon! Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I am told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Yes! Jo, dann würde ich sagen, erfolgreicher erster Run. Das ist schon wieder so laut. Wieso ist das immer so laut? Der Wurm. Challenge 20, The Purist, Heartbringers, die apokalyptischen Reiter, Cube of Meat und Ball of Bandages und
Das war's für heute, The Binding of Isaac. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns.